Hallo und herzlich willkommen. Es ist mal wieder Zeit für ein Replay of the Week. Und ja, ihr seht richtig, ihr seht den E100. Da braucht ihr euch jetzt nicht zu sehr freuen. Ich weiß, jeder denkt sich, wow, E100. Und ich denke, es ist schon immer wieder schön, diesen Panzer zu sehen. Wenn es dann noch ein Replay of the Week ist, dann ist es umso geiler. Also, lasst uns mal schauen, was der Burnout hier hinbekommt. Karte ist Westfield. Auch das ist schön, weil die Karte sieht man im Replay of the Week, beziehungsweise zurzeit gar nicht so häufig überhaupt. Also das finde ich umso schöner, dass es endlich mal wieder so ist. Und ja, natürlich Top-Tier, klar, 10er. Wohin soll es denn auch gehen? 6, 5 10er auf beiden Seiten. Dann verhältnismäßig wenig 9er mit 2 Stück und dann 8er Panzer. Keine Arti, das ist natürlich ganz klarer Vorteil mit dem Panzer, wenn der Gegner und man selber keine Arti hat. Da braucht man darauf nicht gucken. Und fast schon standesgemäß fährt er jetzt hier hoch auf die Linie C3, B3, da die ganze Ecke, die wird ja gern von den Heavys bespielt. Da ist schon der Jagdpanzer R100 und da wird gleich ein bisschen der Rücktritt angetreten, weil der Jagdpanzer 100, wenn der da so steht, dann kann der nur Schabernack im Kopf haben. So, und hier der Centurion Action X bekommt gleich mal die erste Schelle. So, Grille 15 hat auch schon Spaß und oh, ist der halt unangenehm, du. Und der E100 kann halt dann da vorne gut mit Gold beschossen werden, beziehungsweise Gold darf man ja auch nicht mehr sagen. Jetzt passiert mir das sogar schon. Nein, mit Premium natürlich. Aber ja, ich sehe jetzt schon wieder die Kommentare. Gold, du, bla bla. Würde ich aber nicht anders machen, wenn ich da so ein E100... Stehen Sie so ein Jagdpanzer, dann kann man den auch gut damit mal rausnehmen. Und da hat er ein bisschen vorzeitig geschossen. Hätte er noch ein bisschen gewartet, hätte er da auch den Turm vom anderen gegnerischen Ehrenhundert bekommen. Deutlich einfacher wäre es dann für ihn gewesen. So, gleich nachgeladen und jetzt hat er Seite vom Jagdpanzer und ja, da ist er jetzt mittlerweile zerstört. So, da kommt der Jagdtiger. Auch da oben in den Helm rein funktioniert dann da einfach mit dem unglaublich potenten Durchschlag. So, und der E100 fährt da durch, den lässt er jetzt einfach mal gewähren und er geht jetzt dafür weiter hier auf die Gegner. 2 zu 3 steht es derzeit. So, und jetzt sagt er sich, ja, nö, der Jagdtiger, da komme ich zwar durch, aber wenn der Action X da so kommt, dann nehme ich doch lieber den. Oh, jetzt kommt der E100 zurück. Und er prallt ab. Unglaublich, was war denn das für ein Kartoffel-Aim? Ja, nicht mit ihm. Junger Freund, würde ich da mal sagen. So. Und da sieht man halt, dass mit der Munition wirklich jeder Turm leicht durchdringbar ist. Das ist da gar kein Problem. Unten ist der Gegner schon komplett durch. Ah, der war nix.
Mittlerweile 5000 Schaden, aber keinen einzigen Kill dabei. Ah, der war zu überhastet geschossen. Hätte der sich ein bisschen mehr Zeit gelassen, wäre der auch locker gegangen. So schön seitlich, das muss man eigentlich dann in Damage umwalzen. So 8 zu 10. So, jetzt will er wohl den gegnerischen Ehrenhundert da wegmachen. Und jetzt war er kein Problem, da hat er einfach lang genug Zeit gehabt, den da zu beschießen. Und der Jagdtiger ist auch weg. So, jetzt wechselt er auf die normale Munition. Jetzt hat er so die dicksten Dinger eigentlich raus. AMX kommt er gut durch, Grille ist kein Problem. Und ansonsten zwei Achter. Also von dem her, da braucht er keine Premium-Munition mehr. Wenn das ein Premium-Account übrigens wäre, wäre er noch mit ordentlichem Plus nach Hause gegangen. Ja, und da sieht man auch No Need für Premium. Und jetzt natürlich Grille 15 ist schon ein schlimmes Biest, wenn sie zumindest auf einen schießt. Deswegen hat er sich jetzt hier ein bisschen fallen lassen, will jetzt Richtung 50B. Sie sind jetzt auch der Oho und er, die sind jetzt die letzten beiden Panzer in dem Team. Und man darf auch so einen AMX-5000 nicht unterschätzen. Okay, er ist jetzt alleine. Das ist jetzt natürlich richtig geil. Ich glaube, da hat er richtig Bock drauf. So, wo ist der AMX? Jetzt muss er dem auch noch gefühlt nachfahren. Das gibt's ja gar nicht. Ja, der AMX hat sich jetzt verpieselt. Der ist wahrscheinlich im Reload. Da ist er. Und da ist Grille. Aber kein Problem. Hat natürlich da ein bisschen Glück, muss man sagen. So, da kommt jetzt der 50B. Und jetzt 50B und 50-100 schießt da auch gut rein. Jetzt hat der 100 ihn auf lediglich 20 Hitpoints geschossen. Jetzt prallt da der 50-100 mit der letzten seiner Granaten ab. Das ist natürlich für den 50-100 sehr ärgerlich. Aber der Panther hat auch noch volle Hitpoints. Das gibt's ja nicht. Ja, volle Hitpoints ist ekelhaft. So ist schöner. So ist viel schöner. Der Panther probiert es natürlich direkt mit Premium, vollkommen legitim. Jetzt muss er den 50-100 mal wegbekommen. Aber wenn er den nicht findet, mein Gott, dann nimmt er halt den Panther. Und den nimmt er komplett raus. Und last but not least, jetzt das 1-on-1 50-100 gegen E-100. So, zwei Schüsse schon mal weg. Und da ist der Kill. Also hat er phänomenal gemacht. Über 10.000 Damage, 4.460 geblockt. Das war auch Glück dabei, braucht man keine Frage dazu stellen. Aber unterm Strich war es eine schöne, sehenswerte Runde. Er hat über 1400 Basis-XP gemacht. Und ja, er hat Premium geschossen. Aber so what, dafür gibt es im Spiel. Ich finde es legitim. Und wer es als störend empfindet, der sollte wohl ein anderes Spiel spielen, wo es diese Munitionsart nicht gibt. Deswegen vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.